wird der Sänger Gil Oferim nunmehr angeklagt. Das berichtet der Spiegel und beruft sich auf seine Quellen. Wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr bei ACTV News hereinschaut. Und diese Nachricht war von mir schon lange erwartet worden. Trotzdem schlägt sie ein wie eine Bombe. Gil Oferim, der vor einiger Zeit behauptet hatte, in einem Hotel Opfer eines antisemitischen Vorfalls geworden zu sein, soll nunmehr vor dem Landgericht in Leipzig angeklagt werden, zumindest wenn das dortige Landgericht die Anklage zulässt. So wie sich der Stand der Ermittlungen, die anderen Videos von mir kennt ihr ja, darstellt, hat es keinen Beweis gegeben für die Richtigkeit seiner Behauptungen. Stattdessen gab es Beweismittel wie Videoauswertungen, dass er das angeblich getragene, den angeblich getragenen Davidstern nicht getragen haben soll. Ich werde natürlich weiter berichten, finde es aber wichtig, dass der Rechtsstaat hier mit aller Macht dazwischen schlägt, unabhängig von der Frage, ob es eine antisemitische oder eine andere Straftat gewesen sein soll. Solche ja, öffentlichen Verurteilungen, das geht einfach gar nicht. Diskutiert es mit mir unten in den Kommentaren.